Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Güte eines Resonanzkreises. Dazu schauen wir uns zunächst einmal den Resonanzkreis, den wir in der letzten Folge kennengelernt haben, an mit Verlusten. Daraus entwickeln wir dann die allgemeine und im Folgenden die spezielle Definitionen von Güte. Wir lernen einen Serienresonanzkreis mit Widerstand, einen Parallelresonanzkreis mit Widerstand kennen und zum Schluss fassen wir das alles in einer Übersicht nochmal zusammen. Wenn wir einen Resonanzkreis mit Verlusten haben, dann können wir die beschreiben durch einen zusätzlichen Widerstand. Im Zweifelsfall ist dieser Widerstand in Serie zu den Komponenten geschaltet. Das beschreibt dann Verluste in der Spule beispielsweise durch Wicklungsverluste oder im Kondensator durch Verluste im Dielektrikum oder durch Verluste in der Zuleitung oder ganz allgemein Verluste. Schauen wir uns nun einmal an, was passiert, wenn wir einen solchen Resonanzkreis betreiben und dabei zeitaufgelöst die Spannung messen. Wir starten zunächst einmal zum Zeitpunkt T gleich 0 damit, dass unser Kondensator auf die Spannung U0 aufgeladen ist. Dann schließen wir den Schalter und schauen, was passiert. Wie wir bei der letzten Folge kennengelernt haben, entlädt der Kondensator sich. Dann lädt er die Induktivität, die Spule auf, der Strom nimmt sehr stark zu und die Spule sorgt dafür, dass der Kondensator sich wieder entgegengesetzt auflädt. Allerdings geht ein Teil der Energie dabei, dem Umladeprozess, im Widerstand verloren und das sorgt dafür, dass der Kondensator nicht mehr auf die Spannung, wie er vorher mal geladen war, wieder aufgeladen wird, sondern auf eine geringere Spannung. Und wenn er wieder umgeladen wird auf die positive Spannung, dann sehen wir, dass von einem zum nächsten Maximum Energie verloren geht. Das entspricht praktisch der Energie, die in diesem Zyklus verloren gegangen ist. Wenn wir das Ganze noch einmal betreiben, dann geht wieder dieselbe prozentuale Menge an Energie verloren. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder nur 60% der Energie, die wir nach dem ersten Zyklus hatten, am Ende des zweiten Zyklus. Und so geht es weiter und wir sehen, dass also die Amplitude der Schwingung exponentiell abnimmt und die Schwingung praktisch ausläuft. Wie können wir das genauer beschreiben? Diesen Energieverlust, den wir jetzt hier von einer zur anderen Periode haben, die können wir nutzen, um die allgemeine Definition der sogenannten Güte zu beschreiben. Die Güte eines Resonanzkreises ist nämlich definiert durch die in dem Resonanzkreis gespeicherte Energie durch den Energieverlust pro Periode. Und um das Ganze zahlenmäßig hinzukriegen, wird dieser Wert dann noch mit 2π multipliziert. Diese Größe nennt sich im Englischen auch Quality Factor oder auf Deutsch manchmal eben auch Qualitätsfaktor. Und daraus resultiert das Formelsymbol Q. Diese Definition, diese allgemeine Definition, die wir jetzt hier aufgeschrieben haben, gilt nicht nur für elektrische Resonanzkreise, sondern ganz allgemein in der Physik und in den Naturwissenschaften für schwingende Systeme. Für alle diese ist dann jeweils eine Güte definiert, eben nach dem Verhältnis von gespeicherter zu Energieverlust.
Diese allgemeine Definition lässt sich dann für verschiedene Typen von Schwingkreisen erweitern oder besser gesagt anpassen. Zum Beispiel gibt es verschiedene spezielle Definitionen. Die erste beruht auf Zeitbereichsmessungen. Wir können nämlich uns anschauen, wie lange es dauert, bis die Amplitude einen bestimmten Wert unterschritten hat, beziehungsweise wie groß die Zeitkonstante Tau ist, mit der diese Schwingung abfällt. Und wenn wir diese Zeitkonstante als Basis nehmen, dann können wir für die Güte die Formel herleiten. Die Güte ist gleich Pi mal die Frequenz mal diese entsprechende Zeitkonstante. Das gilt für große Güten, für kleinere Güten weicht diese Formel ab. Aber auf die Weise können wir sehr schön anhand des Abfalls die Güte im Zeitbereich messen. Eine andere Definition ergibt sich oder lässt sich herleiten für die Güte, wenn wir im Frequenzbereich messen. Dazu gibt es noch eine extra Folie, die ich Ihnen gleich genauer erläutern möchte. Wir können Energie auch in Leistung umrechnen und dann bekommen wir automatisch die Formel, dass die Güte als Blindleistung durch Wirkleistung zu berechnen ist. Oder wir können entsprechend herleiten, dass die Güte aus dem Kennwiderstand eines elektrischen Schwingkreises geteilt durch den Serienwiderstand dieses Schwingkreises zu berechnen ist. Wenn wir einen Serienresonanzkreis haben und bei einem Parallelresonanzkreis, wäre es der Parallelwiderstand geteilt durch den Kennwiderstand. Wir können auch direkt mit Spannungen und Strömen arbeiten und später lernen wir noch, dass die Spannung in einem Resonanzkreis höher ist als die außen angelegte Spannung und auch aus diesem Verhältnis gegenüber der inneren zu äußeren Spannung können wir die Güte berechnen. Dasselbe gilt bei einem Parallelresonanzkreis für den Strom. Wir sehen also aus der allgemeinen Definition gespeicherte Energie durch Energieverlust ergeben sich unterschiedliche angepasste Definitionen, je nachdem, welches Problem wir gerade lösen möchten. Und grundsätzlich gilt, all diese speziellen Definitionen beschreiben denselben Parameter Güte. Das heißt, wir können auf die eine Art und Weise die Güte ausrechnen und dann wiederum daraus dann entsprechend andere Parameter bestimmen. Ich hatte Ihnen gerade versprochen, dass die Definition der Güte im Frequenzbereich noch einmal genauer erläutert wird. Und genau das sehen wir hier. Wenn wir einen Resonanzkreis haben und die Amplitude des Ausschlags über der Frequenz darstellen, und zwar diesmal ist es eine lineare Darstellung in beiden Richtungen, dann erhalten wir typischerweise einen Verlauf, den wir hier so sehen. Das heißt, wir haben bei niedrigen und hohen, sehr hohen Frequenzen eine geringe Amplitude und wenn wir genau die Resonanzfrequenz FR treffen, dann ist die Amplitude am größten, nennen wir sie hier einmal A0. Das gilt übrigens nicht nur für elektrische Schwingkreise, sondern vielleicht auch mechanische oder andere physikalische schwingende Systeme. In der Mechanik könnte es vielleicht ein Feder mit einer Masse sein. Auch hier sehen wir in der Resonanzfrequenz die größte Auslenkung. Wenn wir jetzt die Frequenz verändern, erhalten wir einen Abfall und wir machen jetzt folgendes Experiment. Wir verdrehen nämlich die Frequenz einmal nach unten, einmal nach oben, so lange, bis die Amplitude sich um den Faktor Wurzel 2 verringert hat. Das entspricht, wie wir ja auch schon gelernt haben, einem Abfall um 3 dB. Wir bekommen halt zwei Punkte, nämlich oberhalb und unterhalb der Resonanzfrequenz, bei dem die Amplitude auf diese minus 3 dB Punkte abgefallen ist. Und jetzt können wir die Güte ablesen.
Wir können nämlich jetzt ablesen, wie groß der Unterschied der beiden 3 dB-Frequenzen ist. Diese Größe Delta F, die benutzen wir zur Berechnung der Güte und wir erhalten sie, indem wir die Resonanzfrequenz durch diese Delta F-Frequenz teilen. Darin steckt in der Gleichung der Sachverhalt, je besser die Güte ist, desto steiler, desto enger wird dieser Verlauf. Und je schlechter die Güte, desto mehr flacht es ab, desto breiter wird das Delta F. Kommen wir nun mehr zum Detail von elektrischen Resonanzkreisen. Und wir beginnen mit einem Serienresonanzkreis, bei dem die Verluste durch einen Serienwiderstand repräsentiert werden. Wir können jetzt beschreiben, wie die Güte ist, nämlich indem wir die Formel, die wir eben schon als spezielle Definition aufgeschrieben hatten, wieder anwenden. Es gilt nämlich hier, dass die Güte die charakteristische Impedanz CC geteilt durch den Serienwiderstand ist. Die charakteristische Impedanz, erinnern wir uns, lässt sich bei der Resonanzfrequenz entweder aus der Impedanz der Spule, 2πfR mal L, oder aus der Impedanz des Kondensators, 1 durch 2πfR mal C, ausrechnen. All diese drei Gleichungen sind ja gleichwertig. Und damit haben wir die Möglichkeit, für einen elektrischen Resonanzkreis die Güte aus den einzelnen Komponenten zu bestimmen. Wir sehen hier einmal nochmal dargestellt, was ich gerade mit Worten erläutert habe, nämlich, dass unsere charakteristische Impedanz eben dem Blindwiderstand der Induktivität oder dem Kondensator bei Resonanzfrequenz ist. Für alle, die mehr interessiert, wie wir denn hier auf die Gleichung ZC durch RS kommen, sehen Sie hier unten drunter die Herleitung, kurz und knapp in einer Zeile dargestellt. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Vielleicht stoppen Sie einmal das Video und schauen sich diese Gleichung genauer an. Diesen Serienresonanzkreis können wir natürlich als komplexe Impedanz beschreiben. Und bei der Resonanzfrequenz hatten wir ja schon beim verlustfreien Resonanzkreis gelernt, dass sich der Blindwiderstand der Spule und der des Kondensators genau kompensieren. Das heißt, nach außen hin fallen sie weg. Insgesamt bleibt also für unseren Serienresonanzkreis ein einziger Widerstand übrig, nämlich der Serienwiderstand. Wir merken uns, bei Resonanzfrequenz ist die Gesamtimpedanz des Schwingkreises rein reell und besteht aus dem Serienwiderstand dieses Schwingkreises. Wir schauen uns nun einmal Spannungen und Ströme in dem Resonanzkreis an. Und zunächst einmal die Anmerkung, dass wir beginnen mit der äußeren Spannung U0, die wir außen an diesen Resonanzkreis anlegen. Wir zeichnen nun einmal ein die Spannungen, die wir an den verschiedenen Komponenten sehen werden. Und zwar haben wir zum einen die Spannung am Widerstand URS. Wir haben die Spannung am Kondensator und die Spannung an der Induktivität. Und wir erinnern uns aus dem verlustfreien Resonanzkreis, diese Spannungen heben sich gerade in der Resonanz auf. Und sind auch noch vom Betrag her gleich groß. Deswegen fassen wir die zusammen und nennen die Spannung an der Spule oder an dem Kondensator Resonanzspannung. Wie schon erwähnt, heben diese Spannungen sich auf, sodass unterm Strich gesehen am Serienwiderstand die gesamte äußere Spannung anliegt.
Weiterhin müssen wir berücksichtigen, nach außen messen wir an unserem Resonanzkreis nicht mehr als unsere Spannung am Widerstand, rein reell. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass am Kondensator und der Spule durchaus Spannungen anliegen. Diese Spannungen können sogar sehr hoch sein, wenn der Resonanzkreis eine hohe Güte hat. Wir können aus der Gleichung in der vorherigen Folie herleiten, dass diese Resonanzspannung um den Faktor der Güte Q größer ist als unsere äußere Spannung. Das beschreibt diese Gleichung, die hier rot eingerahmt ist. Für Interessierte ist hier unten noch einmal die Herleitung aus der vorherigen Gleichung dargestellt. Wichtig ist jedoch, dass wir nicht vergessen dürfen, dass diese Spannung eben um den Faktor Q größer ist. Und diese Güte Q kann schnell Werte zwischen 10, 100 oder gar 1000 annehmen, sodass wir also möglicherweise um Größenordnungen höhere Spannungen an den Komponenten anliegen haben, als wir außen messen. Das kann sehr schnell auch eine Komponente zerstören. Kommen wir nun zu einem Parallelresonanzkreis. Bei einem Parallelresonanzkreis berechnen wir die Güte aus den Leitwerten. Hier gilt dann, dass die Güte der Kennleitwert dieses Resonanzkreises genannt geteilt durch den Kennparallelleitwert ist, also 1 durch Zc durch 1 durch Rp. Und diese Gleichung können wir jetzt umstellen, sodass dann am Ende hier steht, Parallelwiderstand geteilt durch den Kennwiderstand dieses Resonanzkreises. Auch hier kompensieren sich die Blindleitwerte für den Kondensator und die Induktivität, sodass sie praktisch wegfallen und als Leitwerte zu Null werden. Das bedeutet, sie entsprechen mehr oder weniger einer Unterbrechung. Das heißt, in der Resonanzfrequenz bleibt für diesen Resonanzkreis wiederum nur der Widerstand als rein reelle Größe, um die Gesamtimpedanz zu beschreiben. Das heißt, die Gesamtimpedanz des Resonanzkreises in der Resonanzfrequenz wird rein reell. Schauen wir uns nun die Ströme an, die hier fließen. Von außen fließt der Strom I0 in diesen Resonanzkreis und dann fließen Ströme durch die Komponenten, durch den Widerstand R, der Strom IR und durch den Kondensator und die Induktivität jeweils der Strom I Resonanz. In der Resonanzfrequenz sind die Ströme durch Kondensator und Induktivität vom Betrag her gleich groß, aber in der Richtung entgegengesetzt. Man kann sich so vorstellen, dass praktisch durch Spule und Kondensator im Kreis immer der entsprechende Blindstrom fließt, aber nach außen hin nicht sichtbar ist. Das bedeutet also, dass unser Strom I0 ausschließlich aus dem Strom durch den Widerstand IR besteht. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Ähnlich wie beim Serienresonanzkreis die Spannungen, haben wir hier beim Parallelkreis die Ströme, die in den Blindkomponenten fließen und die wir außen gar nicht sehen und die dann trotzdem sehr groß sein können. Wir können nämlich herleiten, dass die Resonanzströme um den Faktor der Güte größer sind als der Strom, der von außen kommt und durch den Widerstand fließt. Auch das bedeutet, dass wir aufpassen müssen bei einem Resonanzkreis, dass unsere Komponenten nicht zerstört werden, denn obwohl wir von außen vielleicht nur einen kleinen Strom messen, können in den Komponenten sehr, sehr hohe resonante Ströme auftreten, ja, wie gesagt, die wir von außen nicht messen, die wir dann nur berechnen können unter Umständen. Wir hatten jetzt gerade zwei Fälle kennengelernt, nämlich den Serienresonanzkreis mit einem Serienwiderstand, um Verluste zu beschreiben.
Wir haben aber noch weitere Kombinationen, in denen ein Serienwiderstand eine Rolle spielt, nämlich wenn wir einen Parallelresonanzkreis haben und dann einen Serienwiderstand zu einer der Komponenten, dann gilt weiterhin dieselbe Gleichung, die wir für den Serienresonanzkreis mit Serienwiderstand hergeleitet haben in Bezug auf die Güte und Impedanzen. Das heißt also, unsere Gleichung Q gleich ZC durch RS gilt immer dann, wenn wir es mit einem Serienwiderstand im Resonanzkreis zu tun haben. Sie ahnen schon, was passiert, wann die entsprechend umgekehrte Gleichung Q gleich RP durch ZC relevant ist, eben nicht nur beim Parallelresonanzkreis, sondern auch dann, wenn ein Widerstand parallel zu einer der beiden Komponenten geschaltet ist, so wie es hier dargestellt ist. Grundsätzlich lässt sich natürlich durch eine Parallelserienumwandlung ein Serienwiderstand in einen Parallelwiderstand umwandeln und umgekehrt. Gerade in der Resonanzfrequenz ist das manchmal sehr hilfreich, einen Serienwiderstand und Parallelwiderstand umzuwandeln, sodass also die beiden Schaltungen, die Sie ganz rechts jeweils sehen, auf eine der beiden vereinfachten Schaltungen Serien- oder Parallelresonanzkreis zurückgeführt werden können. Damit möchte ich für heute schließen. Bei der nächsten Folge sehen wir uns an, wie sich ein solcher verlustbehafteter Resonanzkreis im Frequenzbereich verhält. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis dann.